Jo Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Total War Rome 2 Wrath of Sparta. Ja, beim letzten Mal waren wir hier stehen geblieben, wir haben eine große Schlacht vor uns und ich würde sagen, wir gehen auch einfach direkt mal rein. Ich habe by the way auch nochmal das Spiel jetzt komplett nochmal auf Fehler überprüft, habe das Spiel nochmal verschoben auf die SSD, wie man gerade unschwer erkennen kann, es lädt wesentlich schneller. Ich hoffe mal, es gibt jetzt keine Ruckler mehr. Ich bin guter Dinge. Okay. Der Gegner hat eine leichte zahlenmäßige Überlegenheit. Aber größtenteils bloß schwache Einheiten. Und wir haben einfach die Elite. Von daher bin ich guter Dinge, dass wir die Schlacht hier relativ verlustfrei bestreiten können. Lassen wir uns mal überraschen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Es könnte nämlich durchaus auch sein, dass das mit den Rucklern teilweise wirklich an meiner Festplatte lag. Weil die Festplatte, auf der das Spiel installiert ist, die spackt hin und wieder vielleicht mal so ein bisschen rum. Bei den meisten Spielen macht das keinen Unterschied, aber bei Total War anscheinend dann doch. Okay, ich werde die Bogenschützen mal ein bisschen weiter nach vorne verlagern. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, weil er hat auch Kavallerie. Die kann ich notfalls aber mit meiner Kavallerie immer noch abfangen. Mal gucken, wie die KI sich so verhält. So, ihr seid jetzt aber schon in eurer Formation, ja? Ist das eine Hoplitenwand? Irgendwie sehe ich noch keinen Unterschied. Aber es ist aktiviert, also gehe ich von aus, dass sie es machen. Okay, ein bisschen vor müssen wir noch. So, schützt mal ein bisschen die Flanken. Versteckten Einheiten wurden entdeckt. Kavallerie kann dagegen stürmen. Ist ja leichte Kavallerie, ne? Sollte meine eigentlich packen. Oh oh. Zu euren Diensten. Blieten. Unser General wird angegriffen. Stoppt sie euch. Zu Befehl. Ihr könnt auch mal rummarschieren. So, vorrücken. Oh. Zurück, zurück. Eigentlich solltet ihr die abfangen. Das hat ja wieder wunderbar funktioniert. Okay, ihr geht hier ran. Wie sieht's mit der Kavallerie aus? Das läuft nicht so easy, wie ich dachte, tatsächlich. Ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass die Kavallerie weniger Probleme hat. Okay, Schützen neu aufstellen. Die hier bitte mal wegballern jetzt. Die Männer wanken. Wo denn? Ach, die Kavallerie, warum? Das ist leichte Kavallerie. Na gut, die waren schon ganz schön angekratzt. Ich hoffe einfach mal, die schaffen es raus. Bogenschützen! Zu Befehl! Bastarda! Kommandant! Zu Befehl! Verstanden! Bogenschützen! Oh! Oh Gott, die Kavallerie. Ah, das ist übel. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Bogenschützen! Zielen! Ja, das mit dem Bogenschützen ist jetzt ungünstig, dass die Kavallerie da so reinchargen konnte. Zielen! Geschossen, Kavallerie! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Generell, warum ist meine Kavallerie denn so schlecht? Ihr seid sehr schwere Nahkampfkavallerie. Wie könnt ihr gegen leichte Kavallerie verlieren? The fuck? Ich erwarte eure Befehle. Ich irgendwas verpasst? Bogenschützen! Okay, ihr müsst die jetzt mal wegballern. Scheiß drauf. Zum Angriff vorbereiten! Was
So, ich hoffe einfach mal, die Hobliten halten jetzt durch. Ah, hier bricht die Moral schon. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Hallo, warum schießt ihr denn nicht? Stellt euch halt wieder an. Lauft, lauft, lauft. Okay, die brechen hier, sehr gut. Ah ja, ich glaube, das Verschieben auf die andere Festplatte hat sehr gut geholfen. Wo bin ich? Holy shit. Ja, meine Schützen können halt gerade nur wegrennen. Das ist echt ungünstig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Speerinfanterie bereit. Zu Befehl. Zerstückelt sie. Verstanden. Bereit. So, ihr fangt jetzt die bitte mal ab. Befehl! Bereit zum Einsatz! Speerinfanterie zu eurem Dienst! Verfahrer! Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Geschossinfanterie! Bereit! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Angriff! Hallo, könnt ihr bitte schießen? Warum? Warum schießt ihr nicht? Das ist so komisch. Zu euren Diensten. So, hier mit rein, bitte. Kommandant. Schnelles Marschieren. Schnell. Verfahrer. Ja, Kommandant. Ja, geht mal hier noch mit rein, dass die erstmal brechen. Und hier geht ihr schön von hinten rauf. Schnelles Marschieren. Und rein. Was habe ich in Rome 2 noch nie verstanden? Irgendwie die Formationen, irgendwie greifen die nicht so schön in Reihe ein. Ich weiß auch nicht. Bogenschützen! Feuert auf den Feind! So, wenn ich jetzt noch Kavallerie hätte, ne? Die Bogenschützen hätten die Nerven nämlich. Na hier, guckt euch das mal an. Hier kämpfen 3-4 Leute und der Rest steht einfach nur da. Das ist echt doof irgendwie. Okay, wir haben mehr Verluste gemacht, als ich machen wollte. Definitiv. Aber es hat auch alles nicht so ganz geklappt, wie ich es gerne gehabt hätte. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Okay, jetzt haben wir's. General! Greift ihre Positionen an! Ich könnte jetzt noch verfolgen, aber meine Einheiten schaffen es eh nicht. Ich habe leider keine Kavallerie dabei. Von daher können wir das so nehmen. Teurer Sieg, ja. Wie viel haben wir verloren? Oh, 526, holy shit. Ja, die Bogenschützen wurden halt massakriert, ne? Da hätte ich mehr auf die Kavallerie achten müssen. Aber halb so wild, Sieg ist Sieg. Müssen wir halt wieder ein bisschen nachproduzieren. Ja, ich werde die Gefangenen mal freilassen. Habt ihr noch weitere Befehle? Habt ihr euch das gut überlegt? Okay, das mache ich automatisch. Also, was haben die denn erwartet? Was passiert? Und tschüss. War nett mit euch. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Militärstörung?
zum Kampf! Ich erwarte eure Befehle. Nee. Diese kleinen Bastarde. Kommandant. So langsam fuckt ihr hier ein bisschen ab. Bereit zum Kampf. Zerstört sie! Okay, das machen wir automatisch. Kann ich jetzt die Siedlung noch angreifen? Ja, okay. Einmal besetzen, bitte. Okay, jetzt müssen wir erstmal Verluste wieder aufstocken. Nahkampfangriff für alle Einheiten. Yep, das ist gut. Wir hungern nach einer Schlacht. Schreibt euch ein für ein Alter, 4 Runden? Okay, immerhin die Bogenschützen kann ich aufstocken. Bereit zum Kampf. Reicht das aus? Das ist halt die Frage, ne? Könnte ein bisschen risky sein, aber ich rück mal weiter vor. Notfalls könnte ich mir immer noch Söldner holen. Kommt drauf an, was die da jetzt noch für eine Armee zu stehen haben. Ich muss die öffentliche Ordnung in den Griff kriegen. Gut, wie sieht's hier aus? Alter, minus 99, holy shit. Was soll ich denn noch tun? Ein paar mehr Einheiten könnte ich machen. Okay, das dauert so 4 Runden. Na, können wir erstmal so lassen. Und das hier unten werde ich erstmal aussetzen. Okay, so, wie war es hier oben? Ist hier noch irgendwas los? Kleine Feindarmeen. Blütenkaserne könnte ich machen. Dadurch geht öffentliche Ordnung runter. Hm, doof. Na gut. Welcher Charakter? Ich würde gerne irgendwie zum Standort zoomen, geht das? Warte mal. Rang erhöht? Ah! Hier der Admiral. Nehmen wir das. Okay, Forschung. Nächste Runde ist das fertig. Heißt 5 Runden noch, dann haben wir die Docks. Okay, die Korinther hier ganz schön unterwegs. Oh, diese Drecksagenten, ne? Ich hasse sie. Ist das wirklich ekelhaft? Hä? Ist der gestorben? Lol. Da ist wohl eine Sabotage gescheitert. Wo sind eigentlich die Makedonen? Von den Makedonen habe ich auch noch gar nichts gesehen. Ach, nur verwundet. Rebellion? Das ist echt nicht gut. Aber das Spiel wendet sich auch ganz krass gegen mich. Hier mit der öffentlichen Ordnung, also so eine Schwierigkeit hatte ich noch nie. Gut, wir spielen auch auf schwer. Wahrscheinlich kriege ich deswegen noch Mali. Ah, das ist schon hart. Wenn ich die Steuern komplett ausstellen würde, dann würde ich hier plus 8 kriegen. Das ist doch furchtbar. Ich krieg die öffentliche Ordnung einfach nicht hoch. Das dauert hier noch 5 Runden.
Hier könnte ich abreißen, dann könnte ich vielleicht noch einen Tempel bauen. 100 Wohlstand durch Bergbau? Das bringt mir nichts, wenn die hier rebellieren. Ich baue es mal um. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Okay, hier geht öffentliche Ordnung wieder hoch. Sehr gut, dann können wir hier bald die Steuern einstellen. Zu euren Diensten. Die Siedlung wird belagert. Ihr könnt hier nicht passieren. Bereit zum Kampf. Schafft ihr das? Die Siedlung wird belagert. Oh, sieht relativ ausgeglichen aus. Leichten Vorteil haben wir. Ich würde sagen, die Schlacht machen wir mal selber. Ich muss auf jeden Fall die Probleme in der Heimat unter Kontrolle kriegen. Wir wollen ja immerhin bald mal nach Athen vorrücken. Ja, wir haben eine Feldschlacht. Ich dachte, wir belagern. General! Gruppiert und na gut, ich werde mich nicht beschweren. Ich schlag eh lieber Feldschlachten. Okay, diesmal besser auf die Fernkämpfer aufpassen, auf jeden Fall. Leichte Kavallerie! Gruppiert und bereit für Piloten! Befehle? Eure Befehle? 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 Befehl! Eure Befehle? Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, ich beschleunige mal ein bisschen. Bereit! Zu Befehl! Bereit zum Einsatz! Bereit zum Einsatz! Geschossinfanterie! Kommandant! So, was? Ich nehme die Speerwerfer mal ein bisschen mit auf die rechte Seite und können die ein bisschen baiten. Hier geht weiter vor. Sie beschleunigen. Doppelte Geschwindigkeit! Zu Befehl! Bereit! Schnell vorrücken! Bogenschützen! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Oh, hallo! Da ist die Verstärkung also abgeblieben. Okay, so wollt ihr das Spiel also spielen. Doppelte Geschwindigkeit! Zu Befehl! Größtenteils Bogenschützen, ne? Bogenschützen! Geschosse warten auf Ziele! Bogenschützen! Feuert auf den Feind! Verstanden! Eure Befehle! Schnell vorrücken! Piloten! Unser General wird angegriffen! So, ich schicke die Kavallerie mal rum. Wehrträger! Zu Befehl! Wehrkämpfer bereit! So, zwei von den Obliten brauche ich auf jeden Fall hier auf der rechten Seite noch. Schnelles Marschieren! Bereit zum Einsatz! Speerträger! Speerinfanterie zu euren Diensten. Bereit! Ja! Verstanden! Leichte Kavallerie! Papa! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Papa! Rückt vor! Befehle! Befehl verstanden! Ihr könnt die mal noch von hinten mit angreifen. Okay, Kavallerie ist hinten. Sehr gut. Rein in die Fernkämpfer. Okay. Ungünstig gewählt die Kinoperspektive. Bogenschützen! Papa! Speerträger! Bogenschützen! Kommandant! Zu Befehl! Wie im Befehl! Okay, schießt den mal hinterher. Ich weiß nicht so ganz, was die hier vorhaben. Wo wollt ihr denn hin? Wollt ihr euch vielleicht mal stellen? Die sind einfach nur am Wegrennen. Okay, dann benutze ich die Bogenschützen, um hier nochmal schön hinten reinzuballern. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ein zum Einsatz! Zu Befehl! Schnell
Okay, ich glaube, dann lohnt sich reinschießen gar nicht mehr. Da mache ich mehr Friendly Fire als alles andere. Ich erwarte eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Piloten, verschweigen, wie ihr befehlt. Okay, ich spule mal ein bisschen vor. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, das war's mit deren Fernkämpfern. Sehr nice. Was treiben die da? Bogenschützen! Doppelte Geschwindigkeit! Schnelles Marschieren! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Tschüss! Was ist ihre Mission? Ja! Okay. Einmal rein. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir Befehle. Verstanden. Schnell, weite Position. Eure Befehle. Schnell. Obliegen bereit. Batara. Schneidet sie in Stücke. Wir Infanterie bereit. So, Kavallerie wieder in die Fernkämpfe. Oh, die stehen da ziemlich alleine da. Jetzt macht mal bitte hin. Und jetzt einmal hier reinschießen. Kavallerie könnte ruhig ein bisschen schneller sein. Bogenschützen! Schnelles Marschieren! Und so wie er aktuell steht, macht ihr immer noch zu viel Friendly Fire. Nahkampf, Kavallerie! Bogenschützen! Was macht ihr denn jetzt? Hallo? Männer wanken. Zum Angriff! Vorbereiten! Die chargen einfach rein bei mir. Ey! Was? Die Kavallerie wurde gerade von Bogenschützen platt gemacht. Uff. Schlagt ihr euch? Komm, dürfte eigentlich kein Problem sein. Ah, diese Oblitenkämpfe, die ziehen sich halt immer. Was mit der mit den Pferdkämpfern, da ist jetzt doof. Wartet mal. Ich glaube, ich muss meine Einheit Obliten abziehen hier. Sag mal, wirklich jetzt? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Spricht bei denen hier die Moral, ich glaub's auch. Piloten! Knall die weg jetzt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Digga, was ein Haufen hier schon wieder. Bogenschützen! Zu euren Diensten! Papa! Schnell vorrücken! Doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorrücken! Schnelles Marschieren! Greift ihre Position! So, und jetzt aber bitte auch die ganze Reihe. Ah, so mehr oder weniger. Ihr auch schon wieder. Was machen die denn? Geht doch mal ran da.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Kann ich bei euch Plänkelmodus machen? Ja. Zu Befehl! Obliegen bereit! Kommandant, Positionen an! Papa! Eure Befehle? Befehl verstanden! Wir erwarten eure Befehle! Aber dass wirklich Elite-Hopliten so lange brauchen, um ein paar Fernkämpfer platt zu machen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich erwarte eure Befehle. Okay, ihr habt keine Muni mehr, schade. Waffe! An die Waffen! Zurück! Befehle? Zurück! Zieht euch zurück! Fernkämpfer erwarten eure Befehle. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ey, wir verlieren das. Geschossen, what the fuck? Jetzt brecht doch mal deren Moral. Hier kämpfen zwei Einheiten Obliken gegen eine Fernkampfeinheit. Ich habe irgendwie auch so das Gefühl, die stehen manchmal einfach nur rum und machen nix. Das sieht irgendwie manchmal echt komisch aus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ey, komm schon, das gibt's doch nicht. Wie könnt ihr das verlieren? Hier, macht doch mal was. Die stehen schon wieder einfach nur rum. Bereit zum Einsatz. Durchbrecht die Linie. Geschosse warten auf Ziele. Papa! Ja, aber ich glaube, deren Einheiten brechen vorher. Ja, das sieht gut aus. Jetzt halt nur mal endgültig besiegt werden. Jetzt macht die doch mal weg. Himmel. Ist das anstrengend. So, jetzt aber. Mein Gott. Die Gefechte werden immer knapper. Mir gefällt das gar nicht. 474 Mann verloren. Kaum noch was übrig in der Armee. Okay, wir besetzen. Wir hungern nach einer Schlacht. Fraktion vernichtet. Archaischer Bund. Sehr gut. So, hier stellen wir die Steuern mal aus. Die sollen sich erstmal erholen. Die Kaserne passt mir hier eigentlich gar nicht. Da bauen wir was anderes hin. Ich erwarte eure Befehle. Okay, dann könnt ihr sich erstmal erholen.
Shit. Nicht, dass die mir Korinth einnehmen, ey. Da kann ich jetzt wenig gegen machen. Alter, der Tempel braucht immer noch 5 Runden. Holy shit. Okay. Abwarten, beobachten. Ach, das sind die Rebellen. Machen wir automatisch. Erweisen sich die Mates endlich mal als nützlich. Dann könnten wir eigentlich jetzt mal gucken, ob wir eventuell diplomatiemäßig noch irgendwas machen können. Na, macht ihr da schon wieder eine Sabotage? Oh. Na, spartanische Jugendliche. Ich probier mal. Warte mal, vorrücken? Nö, dann nutzen wir lieber die Siedlung zum Vorteil. Ich probiere mal, das zu reißen. Automatisch würden wir verlieren. Mal gucken, die haben halt Kavallerie. Könnten wir mit den Speerträgern eventuell gut abfangen. Speerträger! Zu Befehl! Speerträger! Jugendliche! Schnell! Schießt, schießt, schießt. Unser General wird angegriffen. Geschosse bereit zum Einsatz. Kommt, ihr seid Speerträger gegen Kavallerie. Das müsstet ihr eigentlich schaffen. Wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Ah, shit, die Baller mit drauf. Kann ich mit euch hier rum? Schwierig. Na, so treffen wir hauptsächlich die Kavallerie. Ah, das sind auserwählte Hopliten, okay. Schwierig. Aber die Kavallerie ist immerhin gleich weg. Na, kommt ihr an denen vorbei? So, kommt. Es darf einfach nur die Moral nicht brechen. Männer wanken. Das sieht schon mal nicht gut aus. Rücktest! Wir erwarten eure Befehle. Zu Befehl! Befehle? Verstanden! Oh, ihr habt keine Muni mehr? Okay, ich lasse einfach mal vorlaufen. Viel mehr kann ich jetzt eh nicht ändern.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist so dumm. Warum kämpft ihr nicht in gesamter Formation? Ja, die haben aber mehr Einheiten. Diese wird nix. Leider. Ich meine, die da hinten kriegen wir von der Karte gejagt, aber bis die dann wieder hier sind? Ne. Diese wird nix, das können wir aufgeben. Okay. Die holen wir uns gleich wieder. Ich erwarte eure Befehle. Ach, jetzt seid ihr hier nicht ready? Na komm, dann. Ich habe jetzt keine Zeit, hier zwei Runden zu warten. Ich muss da jetzt reingehen. Und hier hätte ich jetzt gern... Ja, ein Tempel. Tempel ist wichtig. Öffentliche Ordnung muss jetzt hoch. Hier machen wir auch einen Tempel. Ne, halt, stopp. Das Ding nicht. Wie lange braucht ihr? 12 Runden, bis die wieder vollständig sind. Okay, Diplomatie. Bereits verbündet, Epiros. Da mich hassen gerade wirklich alle, ne? Ist furchtbar. Seid gegrüßt. Wir sind ein zivilisiertes Volk. Ihr könnt frei sprechen und Handel ist. Die wollen nicht mal ein Handelsabkommen. Im Namen unserer Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll, seid gegrüßt. Und nun. Ne, die wollen alle gar nichts. Ich glaube, das ist auch das Problem mit dem höheren Schwierigkeitsgrad. Dadurch hasst die KI dich einfach automatisch, das ist wirklich nervig. Deswegen spiele ich Total War eigentlich ungern so auf schwer. Ich fände es schon cool, wenn die KI dann irgendwie taktischere Züge macht und so, aber dass man da einfach ohne große Begründung Somali kriegt, das finde ich mies. Aber na gut. Machst du nix. Athene gibt uns Weisheit und Ares Stärke. Korinth will Frieden? Frieden, wenn ihr es wagt. Ja, warum nicht? Wir haben gerade so viele Feinde. Okay, unser Agent ist wieder aufgestiegen. Was haben wir da Schönes? Plus 10% Moral für alle ungepanzerten Infanterieeinheiten. Okay. Ja, machen wir. Sehr nice. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das reicht aber für die Folge. In der nächsten holen wir uns erstmal unsere Siedlung zurück. Und dann geht, glaube ich, langsamer der Vormarsch Richtung Athen weiter. Aber bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und bye bye.